Hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom EKW-Blog. Heute hat mich diese E-Mail hier erreicht und zwar das Comeback des Jahres. Ja, also das ist schon mal eine ordentliche Aussage. Talkline ist back und ich musste tatsächlich ordentlich überlegen. Talkline, das hat mir noch irgendwo etwas gesagt, aber ich habe damit nichts mehr so richtig verbunden. Ich wusste nur, dass es das früher als Mobilfunkmarke gab. Ja, die sind jetzt wieder da. Die Tarife schauen wir uns gleich an. Aber ja, schauen wir uns erstmal, was war denn Talkline überhaupt? Und da musste ich hier auf Wikipedia nachschauen, weil ich mich da selber nicht mehr dran erinnert habe. Und zwar, das war bis 2007 eine deutsche Telefongesellschaft, die auch gar nicht so klein war. Ne? Also sie hatte fast 800 Mitarbeiter zum Ende hin und hatte auch einen ordentlichen Umsatz hier mit 144 Millionen. Wurde übrigens von Freenet dann am Ende aufgekauft. Die haben die Marke irgendwie noch so ein bisschen weiterlaufen lassen und dann das Ganze irgendwann eingestellt. Jetzt lässt man die Marke im Prinzip wieder aufleben. Ich habe mal geguckt hier in der Wayback-Maschine unter web.archive.org, wie denn die Homepage früher aussah und auch, was es denn früher so, ja, im Prinzip gab an Handys und auch an Tarifen. Ja, das ist jetzt hier von 2003. Da sieht man hier klassische Handys von 2003 mit einer 2-Megapixel-Kamera. Das Moto Razr, das war so ein Klapp-Handy. Die waren ja da früher sehr, sehr beliebt, oder auch hier das Samsung-Modell, Smartphones, iPhones, das gab es in der Form alles noch nicht. Leider konnte ich mir die Tarife jetzt hier nicht anschauen, die Links sind zwar noch da, aber da ist dann nichts dahinter. Hier ist jetzt von 2004 die Homepage, man sieht jetzt auch hier Sony Ericsson Handy mit GPS immerhin. Siemens hat damals noch Handys gemacht, leider hier ohne Bild. MMS war ein Ding und ja, die Tarife haben sich gar nicht so sehr um Datenvolumen und solche Sachen gedreht, wie es heute ist, sondern halt einfach Gesprächsguthaben, freie SMS und Daten. Das war etwas, das war damals extrem teuer und halt auch langsam, weil es meistens eben nur über GPS ging. Ja, wie schaut Talkline jetzt aus? Logo ist im Prinzip gleich geblieben. Das hat man jetzt hier so übernommen, da ist man sich treu geblieben und das sind jetzt hier die Tarife. Und hab mir das mal kurz mal angeschaut. Das ist alles im Telefonica-Netz und finde, das ist ein ganz nettes Tarifportfolio für, naja, nicht so Intensivnutzer. Wir haben hier zum Beispiel bei 4 GB geht's los, 4,99 Euro. Ist, denke ich, soweit auch okay. Zahlt man 5er im Monat, hat 4 GB Daten, Telefon und SMS-Flatrate. Im EU-Ausland kann man es natürlich auch nutzen. Und alle Tarife sind auch monatlich kündbar. Das ist ebenfalls etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und gibt auch keine Datenautomatik. Das stand, glaube ich, auch in der E-Mail drin. Also keine versteckten Kosten oder solche Dinge. Einfach monatlich kündbar, einfache Tarife, ohne dass da noch irgendwie großartig etwas dazukommt. Außer die Anschlussgebühr, hier 19,99 Euro. Ja, die Geschwindigkeit, die hängt so ein bisschen auch davon ab, was ich für einen Tarif buche. Hier der kleinste Tarif bietet 21,6 Mbit. Hier gibt es dann beim 6 GB für 8 Euro, gibt es schon 50 Mbit. Das gleiche hier auch beim 12 GB Tarif. Und dann gibt es noch den Unlimited Talk LTE Tarif. Hier habe ich dann Unlimited LTE mit dabei. Beschränkt auf 2 Mbit, also nicht besonders schnell, aber zumindest unlimitierte Daten und das Ganze hier für 12,99 Euro, was ich ebenfalls einen ganz guten Preis finde. Das entspricht ungefähr dem Tarif, den auch O2 selber anbietet. Da kostet er allerdings deutlich mehr und ich finde 12,99 ist dann ein sehr, sehr solider Preis, gerade auch, weil es eben monatlich kündbar ist. Ähnliche Tarife haben wir auch gesehen, also den gleichen Tarif gibt es im Prinzip auch bei anderen Anbietern. Da kostet er dann meistens 15 Euro und hier ist jetzt nochmal eine kleine Ecke günstiger. Ja, okay, soweit dazu. Ob es jetzt das Comeback des Jahres ist, weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich eine sehr, sehr starke und selbstbewusste Wortwahl. Aber ich finde, die Tarife sind soweit in Ordnung. Das kann man mal auf dem Schirm haben, dass es das gibt, wenn man eben so einen Tarif einfach sucht, wo ich nicht viel Geld ausgeben will und das Ganze monatlich kündbar haben möchte. Und am interessantesten finde ich tatsächlich diesen Tarif jetzt hier. Wenn mir die 2 Mbit ausreichen, habe ich da den Vorteil, dass ich für 12,99 Euro mir keine Gedanken mehr über das Datenvolumen machen muss. Also schreibt mir gerne auch eure Meinung zu dem Anbieter. Ist es das Comeback des Jahres? Ich denke eher nicht, aber gerne können wir in den Kommentaren noch ein bisschen diskutieren. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom EKW-Blog.